Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Jetzt muss ich erstmal selber gucken. Da unten wird unsere nächste Schatzkarte sein. Da bin ich jetzt extra noch nicht losgelaufen. Nicht, dass ich wieder verfolgt werde von irgendwelchen Groupies. So, nämlich 03 hier. So, aber kurz gezeigt. Und, du willst nicht in die Power-Rüstung? Okay. Ich laufe einfach dorthin. Ich hoffe, ich komme dorthin. Klar, kommt's auch eigentlich von außen. Ich mag es aber von oben runter zu springen. So. Eigentlich sind hier immer Gegner. Ah, siehst du da hinten. Supermutanten. Aber eigentlich ist ja auch meistens ein Yaogwai oder ein Chibi. Ja, Verteidigung, ich komme ja gleich. Ich komme ja gleich. Bin ja gleich da. Da war jetzt nur ein einziger Supermutant. Wow. So. Aber zack, sind wir schon da. Kann ich jetzt nochmal aufrufen. So ist das Bild. Und so sieht das eigentlich auch recht fast genau aus. Und hier haben wir das Lichtlein. So, haben fertig. Ja, Kronkorken. Oh, ich habe einen Ultrazit-Laser bekommen. Wieder dickes Plastik. Ende. Ende. Okay. So, ich muss jetzt zu meiner Verteidigung. Du ja zu deiner, ne? Ich muss zu meiner. Jetzt gehen wir wieder getrennte Wege, Patrick. Die Mausi ist so still. Ja. Warum? Weil du mich mit meinen Autos getrennt hast. Och, Maus. Du hast mir den Spaß des Lebens genommen. Oh. Lohnt sich das nicht mehr. Mein Leben ist sinnlos. Hatte ich hier nicht eben noch eine Verteidigung? Hä? Es hat aber keiner jetzt meine Verteidigung gemacht, oder? Würde ich nie auf die Idee kommen. Och, Mausi, nicht so hart. Wieso, was denn? Du tust mir weh. Hast du mir auch. Muss ich weinen. Anglos, wo müssen das Anglos? Muss ich nicht weinen? Ja. Tue ich aber. Weil ich ein ganz, ganz schlechtes Turtle bin. Na dann viel Spaß beim Weinen. Du bist manchmal so kalt und herzlos, weißt du das? Danke. Einfach nur danke. Gib mir die größte Mühe. Ich schaue immer alles von meinem Lehrmeister an. Aha, Patrick. Du musst dir also den Umgang mit Mausi verbieten. Sie schaut sich viel zu viel von dir ab. Einfach in da! Einfach in da! Ich bin nicht da! Na, ich hab ist nicht da. Ich hab schnell den Grafton-Tag gemacht hier. Der hier oben war. Ja, der schnelle Grafton-Tag. Was? Mistgabel-Flammenwerfer? Mistgabel-Flammenwerfer. Ja, kennst du den nicht? Mistgabel-Flammen. Ja, als Mod. Ja, als Mod. Von der Mistgabel.
Es gibt ein Flammending, aber Flammenwerfer? Ja, Flammenwerfer, da ist dann sozusagen unten da unten ist dann nur so ein kleines Fläschchen dran, hier, was weiß ich, Spiritus oder so, ne? Und da kommen dann Flammen raus. Aber was soll es nicht? Okay, das sagt man nicht. Da unten befällt mir hier nämlich noch. Permanent. Mausi hat ja meinen alten Luzifer-Stock. Ja, den habe ich so getauft, weil der wirklich aussieht dann wie Luzifer-Stock. So, aber ich wollte ja vorhin schon Arktos-Farmer, jetzt gehe ich wirklich Arktos-Farmer. Und jetzt gehe ich Arktos-Farmer, ich bin da, ich stehe kurz vorm Fahrstuhl, will die Tasten drücken und dann heißt es, ja, du musst deine Munitionsfabrik verteidigen. Genauso wird dir das dann durchgesagt. Genauso. Auch in der Tonlage, wenn ich bitten darf, ja? Krieg ich als eins, das ist so eine Ansage. Niemand kriegt eine Ansage, aber ich krieg eine Ansage. So, da prügel ich mich jetzt durch. EP, ich komme. Da 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 da. Wieso ist das unzugänglich? Ey, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ich fühle mich verarscht. Ich wollte Arktos Farmer gehen. Geh jetzt zum Fahrstuhl. Vorhin hatte ich nur die Tür einmal aufgemacht, weißt du? Und jetzt ist das Ding zu. Das Ding ist unzugänglich. Dieser Ort ist noch nicht zugänglich. Ja, klar, zu mir. Kannst du reingehen, Mogwai? Ich schalte nach der Map aus. Das ist doch kacke. Jetzt wollte ich da unten schön farmen gehen und mir ein bisschen EP besorgen, ein bisschen Schaltkreise und Co. Und dann kann ich nicht. Hätte ich mal vorhin noch ein bisschen weiter gegangen, dann hätte ich das ja noch mitgekriegt. Nein, da prügel ich mich jetzt hier mit den Level 6 Verbrannten hier. Da unten sind 60er Wachbots und so. Mano. Ja, die geben viel mehr EP. Mit den Level 6 Verbrannten gebe ich mich doch jetzt nicht ab. Will ich nicht haben. Gehe ich woanders hin. So gehe ich jetzt ins Kapitel Charleston. Haben sie es jetzt geschafft. Bei Wristack dürfte noch kein Respawn sein. Was? Ne, ich hab nur Hans, will ich machen. Achso, was? Ja, das ist durch mal. Ja. Ja, gut, dann gehe ich da nach Westec eine Runde. Weil ich brauche ja noch ein paar Level. Ich glaube, 3 Level habe ich jetzt erst. Und ich glaube, 7 braucht. Stimmt, dann muss ich gleich nochmal durchrechnen. Das habe ich immer noch nicht gemacht. Anfang der Folge gesagt, aber immer noch nicht gemacht. Wieso, was hast du denn vor, umzustellen? Ja, ich wollte einmal was in Charisma reinpacken und danach wieder rauspacken. Und dafür brauche ich halt genug Punkte übrig. Und deswegen kommt das reinpacken und wieder rauspacken? Ja, ja. Erst will ich es reinpacken, was machen und danach wieder rauspacken, weil ich will ja nicht permanent auf 6 Charisma rumrennen. Aber ich brauche mindestens 6 Charisma dafür. So, sagt der Auftragsmörder zum Kalender, deine Tage sind gezählt. Jo, kennen wir schon. Und ich habe hier noch Waffenhandwerker drin. Hehe. Sollte ich mal umändern. Und ich habe hier sogar noch Meisterhändler drin. Oh Mann. Ich hätte schon längst mehr EP kriegen können. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sind die Profis. Ja, das sind wieder die übelsten Noobies hier. So, irgendwas... Stimmt, ich wollte mal gucken, wie weit ich das habe. Oh Gott, ich habe davon noch gar nichts. Das heißt, ich bräuchte... Ich weiß nicht, wie die Perks... Warte, ich kann ja kurz gucken. Tierfreund bräuchte ich auf 3 und... Warte, guck mal über Charisma. Wo ist der andere? Der Ödlandflüsterer und beide habe ich hier auf Stufe 0. Das hast du nicht immer. Die habe ich noch nicht mal. Das heißt, ich bräuchte schon mal 6 Stufen alleine für die Perk-Karten und dann nochmal 6 Stufen, um sozusagen 3 Charisma von irgendwo in Charisma zu packen. Und dann noch wieder zurücktauschen. Oh Gott. Ja gut, dann fange ich schon mal mit dem Tierfreund an.
dann kann ich mir das, glaube ich, eigentlich auch schenken. Das werde ich wohl wahrscheinlich nicht hinkriegen. Was hast du denn vor? Ja, ich wollte das dann halt hin und raus switchen. Damit kannst du dir Haustiere tamen. Das wollte ich einmal im LP wenigstens mal gemacht haben. Das habe ich im LP nie gemacht. Man kann sich ja in gewissen Umständen und mit ganz speziellen Tieren kann man sich ja welche zurechtzüchten. Bloß, ich will halt nicht permanent auf 6 Charisma bleiben. Dafür, weil ich spiele ja größtenteils Solo. Ne? Hm. Und Charisma sind halt die meisten Perks für Gruppenspiele. Und da habe ich mich jetzt halt auch nicht wirklich ausgebaut. Deswegen wollte ich auf 3 bleiben. 3 reichen vollkommen aus. Ist ja Meisterhändler, ne? Und Überlebender plus Reiselust. Ne, Reiseberater. Und deswegen, mehr brauche ich ja eigentlich auch nicht in Charisma. Deswegen wollte ich das dann sozusagen so machen, wenn ich mir das Haustier gezähmt habe, dann stelle ich einfach wieder um. Das kann ich mir aber schenken, okay, weil ich glaube, das schaffe ich jetzt nicht noch in den nächsten 2 Folgen, die ich jetzt da noch vorhab. Jetzt hier nochmal 6 Levels reinzukloppen. Und warum kann ich hier die Bandansage nicht machen? Habe ich den falschen? Ja, jetzt. Einer müsste jetzt geklappt haben. Ja, da sind die Gule. Red Chinese Aggressors. Hallo J47. Tschüss J47. Ist immer noch so blöd, dass man die Quest immer noch zusätzliche Ghule jetzt hier triggern kann. Communist detected on American soil. Lethal force engaged. So, next. Kommen sie ran, hier werden sie alle beschossen. Kommen sie ran, hier werden sie alle beschossen. Ja, nicht anschieben. Jeder kriegt seine Strahlen ab. Dich einmal. Oh, Moment, ich muss nachladen. So, und jetzt kann es weitergehen. Na. Hat er sich hier ums Eck versteckt? Ich glaube, es hackt. So, machen welche da? Nein? Okay, looten. Waren aber auch schon mal mehr. Oder habe ich hier nicht alle getriggert gekriegt? Ah, ich höre es noch tappeln. Tappel, tappel, tappel. Ja, Protektor Hoher der Wald. Gule, wo seid ihr? Communist detected on American soil. Lethal force engaged. Na? Ach da. Zack. Und die nächsten. Ah, da kommen sie jetzt alle wieder. Sogar zwischendrin mal ein 3-Sterniger. Und noch ein 2-Sterniger. Und noch ein normaler. Na, dann kommt. Alle hier rein in die Küche. Kann ich euch gleich zu Hackfleisch verarbeiten. Gibt heute Ghoul-Auflauf. Der Gulasch. Genau, der Gulasch, ja! Der Gulasch. Oh, Moment. Der hatte noch einen kurzen Leerlauf. Oh, ich muss schon wieder nachladen. Na, regenerier das mal weg hier. Das sind so viele Ghule manchmal, dass es hier sich, die sich gegenseitig die Tür blockieren hier. Ist so gut. Ja, gut für mich. Schlecht für sie.
So, was haben wir denn hier? Ein Fallensteller Brustteil. Gewicht von Waffen reduziert. Okay. Da kommt ja noch einer raus. Jo, komm her. Ne? Communist detected on American soil. Lethal force engaged. Ah, fast level up. Nebenbei die ganzen Drogen einstecken. Eintappeln höre ich aber noch. Democracy is non-negotiable. Sind sogar zwei gewesen. Wie? Ja. Wenn du Zeit hast, könntest du mein Wasser reparieren? Dein Wasser reparieren? Ja. Das produziert kein Wasser mehr. Das produziert kein Wasser mehr? Ja. Ja, gucke ich mir dann gleich in der Aufnahmepause mal an, ja? Ja. Sind nur noch knapp etwas über 4 Minuten. Nee, jetzt setz dich nicht. Ja, 4 Minuten hältst du dann noch durch oder hast du kein Wasser mehr? Oh, ich bin am Verdursten. Oh nein, ich sterbe gleich. Okay, ich muss mich abhetzen. Das war nichts. Nein, ich habe sowieso schon Scheiße gebaut, also. Muss ich mich jetzt abhetzen. Aber wo kommen denn jetzt die ganzen Bühle hierher? Eben habe ich mich noch beschwert, es sind kaum welche hier und jetzt kommen hier immer in Dreiergruppen. Dumm, muss mich abhetzen. Hetze, 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 Hetze. Zeit viel schneller. Was stöhnerst du, Maus? Ich hab doch gesagt, lass dir Zeit. Wieso? Ich mach doch hier noch fertig. Du hast doch genug Zeit lassen, oder nicht? Ja, mach dann Ruhe fertig. Du kennst mich, ich und Ruhe. Das ist ein Fremdwort. Democracy is non-negotiable. Ich weiß, okay. In den meisten Situationen der Fälle bist du dann schuld, ja. Ja, wer denn auch sonst? Keine technischen Daten. War hier vielleicht nochmal Glück? Nö. Nö, nö. So, den Mister lassen wir nochmal weiter schlafen. Schreibmaschine. Nee, auch nichts. Schade. Aber es tappelt hier auch nicht mehr. Das heißt, ich habe hier alles sauber. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Bin aber gerade überladen. Warum? Aus Gründen, die ich selbst noch nicht verstehe. Komm, ihr habt mir doch bestimmt Buff auf... Nee, habt ihr nicht. Ja, ich will jetzt ungern Psycho Buff. Na komm, ich habe 24 Stück davon, ne? Also kann ich mir auch da drücken. Jetzt dürfte ich doch porten. Dann kann ich nämlich nochmal kurz runter zum Modus gehen. Und mir nochmal technische Daten holen. Das dürfte auch eigentlich passen. Dann kriege ich ja auch nochmal EP durch die Quest. Und hab nochmal Chance auf den letzten Bauplan, den mir hier noch fehlt. Mir fehlt ja hier noch eine Lackierung. Was mein Privatschar sowieso nie sehen wird. Was? Ach, kannst du per technische Daten, kannst du doch Lackierung für die T60 bekommen. Zwei Stück.
So, und mein Let's Play-Char hat auf Video, wie er das allererste Mal technische Daten macht. Und quasi, ja, gleich die erste Lackierung kriegt. Einfach mal so. Und ich davor schon mit dem Privat-Char mindestens 4 Wochen dran war, sämtliche technischen Daten ständig abgegeben habe und nie was bekommen habe. Der hat sie bis heute noch nicht. Der hat bis heute noch nicht eine T60 Lackierung. Und ich mache am Tag mindestens, wenn ich auf ihm bin, so 3 bis 4 technische Daten. Die Daten, wenn du eine kriegst, du alle. Ich weiß es gerade ja auch nicht, was ich habe, aber ich will es nicht. Nee, wenn du den Bauplan bekommst, dann bekommst du ihn halt nur auf einen Tag. Nee, ich meine für Teile selber, ob du die komplett heilig dann kriegst. Du kriegst dann komplett den gesamten Skin. Deswegen, also mit technischen Datenfarmen, das ist ja Wahnsinn. So, jetzt pass auf, jetzt krieg ich meinen meinen LP-Char nicht einmal technische Daten hier. Dann würde ich es aber als Diskriminierung ansehen. Eigentlich ist hier unten im White Spring Bunker eigentlich immer in den Schreibtischen safe einmal technische Daten. Ah, siehst du, sag ich doch. So, dann gucken wir gleich nochmal, ob hier vielleicht noch ein zweites ist. Das darf ich dann aber nicht einsammeln. Nee. Okay, hier haben wir noch ein zweites technische Daten. Gucken wir nochmal den Rest alles durch. Das heißt, ich kann die Quest noch zweimal machen. Sturmfeuerzeug und hier hinten noch Schreibtisch, Superkleber, Haarklammern. Gut. Und jetzt ist es eigentlich nur noch hin und her porten. Und ich bin immer noch überladen, weil ich nicht nachgedacht habe. Kann ich beim Modus nicht ein bisschen Müll verkaufen hier? Ah, halt! Ja, zu spät. Wieso hat er mir jetzt 0er Fusionskern nachgeladen? Okay. Komm, ich verkaufe mal kurz hier Waffen, die ich eigentlich zerschrotten sollte, eigentlich eher. Hauptsache, ich kann gleich wieder porten. Ja, komm. Okay, jetzt nochmal rein. So. Bierflasche weg. Und die nochmal weg. Und dann gucken wir, dass wir hier jetzt nochmal den Rest irgendwie. Hier, Bärenmantel kann weg. Sherry kann weg. Das darf weg. Das darf weg. Psychotets kommen weg. Ah. Mal kurz was anderes, du hast doch gesagt, mit der T60 Lackierung, da gibt es 2 Stück. Ja. In verschiedenen Arten? Ja. Also ich hab 4 Stück. Wie, du hast 4 Stück? Ich hab, Dings hier, Bruderschaft Offizierslackierung, Bruderschaft Ritter Captains Lackierung, Bruderschaft Ritter Sergeants Lackierung und Ritter Lackierung nochmal. Ach so, meinst du das? Ja, die sind, du kriegst sozusagen einen Bauplan für einen insgesamt. Ach so. Also das sind dann zwei Färbungen, die du dann hast. Dann müsstest du eigentlich alle beide. Wenn du 4 Stück hast, dann hast du ja insgesamt 2 gekriegt. Ja. Dann müsstest du eigentlich alle haben. Okay. Ich muss ja jetzt nachgucken, wie ich habe letztens bekommen, aber ich habe nebenbei nachgeguckt. Du stellst da. Ja, und mir fehlt ja hier auf dem LP-Char fehlt mir ja nur noch eine Lackierung. Hm. Naja. Den Rest habe ich ja alles. Ich glaube, ich habe aber nicht alle Klamotten. Hier fehlen mir noch ein paar Klamotten, die ich noch nicht bekommen habe. Aber Klamotten sind jetzt, sagen wir mal, nicht so schlimm wie die Baupläne, finde ich. So, einmal kurz die Gule übersehen hier. Democracy is non-negotiable. Damit wir jetzt hier Gas geben. So. Nochmal abgeben. Und bekommen durch. Na, zeig ich an.
damit ich mir das andere Stück abholen kann. Ja, aufbereitetes Wasser und 5mm Patronen. Dann nochmal wieder hin. Letzte technische Daten abholen. Aber ich gehe jetzt nicht noch alle Bürgerämter durch da. Also ich denke mal, für den LP-Char reicht, wenn ich White Spring wenigstens mache. Da ist eigentlich immer Safety. Ansonsten Capital Building kriegst du zwar auch ab und zu mal welche, aber die sind nicht immer hundertprozentig. Da musst du auch wirklich jeden Aktenschrank durchgucken. Also vom Keller bis Obergeschoss. Der Zufall finden. Ja. Ich find's ja blöd, dass sie sozusagen die Spawnrate von den Saved so krass runter minimiert haben. Also wirklich krass runter minimiert. Wenn man mal so bedenkt, so vor einem halben Jahr hast du ein Safe Stufe 3 geknackt, waren immer technische Daten drin, da konntest du dich drauf verlassen, konntest du Wecker nachstellen. Aber wenn du jetzt so ein Safe aufmachst, dann so, ja, 5% Wahrscheinlichkeit so ungefähr. Dass du da mal technische Daten drin hast. So, welcher war das jetzt? Irgendeiner hier vorne war das. Nein. Hä? Hätte hier doch noch eben einmal technische Daten. Oder war das auf der Seite? Ah, hier. So, abgeholt. Wieder hingeportet. Abgegeben. Und dann dürfte es eigentlich auch passen. Ey, ich habe ja fast 11 Level bald gemacht hier. In der Aufnahmesession. Hat sich ja dann schon wieder gut gelohnt. So, runtergerannt, abgegeben, hoppala. Und, was gibt's diesmal? Komm, zeige. Red Array wenigstens. Gut, dann werde ich jetzt mal bei Mausi vorbeischauen und da mal reparieren, was zu reparieren ist. Und wir machen jetzt hier einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.